machst es doch, oder? Ich sagte doch, ich brauche Zeit zum Überlegen. Das ist Zeit, die wir nicht haben, Fredi. Die SS wartet nicht auf dich. Ich kann so eine Entscheidung nicht leichtfertig treffen, wenn ich euch zu lange brauche. Sucht euch jemand an. Du musst es machen, Fredi. Die Leute hören doch nicht auf die Trillerpfeife. Sie hören auf dich. Ich weiß. Aber ich brauche noch Zeit. Ich verstehe nicht, hast du da nur... Nur eine Stunde! Bitte. Papa. Ich weiß, Fredi. Ich auch. Mein Bruder Paul ist zwar nur 2 Jahre älter, aber Fredis großes Vorbild. Vor allem, weil er sehr sportlich ist. Wer als erstes bei der Synagoge ist? Ja. Oh. Das nächste Mal gewinne ich. Zwischen den beiden ist alles ein Wettkampf. Wer als erster bei der Synagoge ist? Wandern! Wandern! Leichtathletik!
zusammengeschlagen wird. Anfang der 30er Jahre keine Abwege gefurcht. Auf den Straßen trifft man auf mehr und mehr Braunhemden. Und Braunhemden mögen keine Juden. Wenn die Kipper in den Zelten schlafen und das Lagerfeuer langsam herunterbrennt, reden die Betreuer viel über das Auswandern. Ich habe neulich wieder Post von meinem Onkel bekommen. Er ist jetzt fast ein halbes Jahr drüben. Und? Wie gefällt es ihm? Ihm bekommt die Hitze nicht so gut, aber er klang trotzdem ganz glücklich. Mir ist auch heiß. Stjosh versucht zu schlafen. Wenn es gut bei ihm läuft, überlegen meine Eltern nachzukommen, aber erst wenn meine Schwester etwas älter ist. Oh, du Glückliche. Meine Familie will auf keinen Fall auswandern. Aber du schon. Natürlich. Stellt euch vor, wir hätten unseren eigenen Staat. Wir könnten machen, was wir wollen. Niemand, der uns beleidigt. Keine braunen Hemden. Und das ganze Jahr Sommer. Mensch, Fredi, ich wusste gar nicht, dass du so ein glühender Nationalist bist. Und ob ich das bin? Das ganze Jahr Sommer. Für alle. Mir ist immer noch heiß. Dann mach deinen Schlafsack auf. Redet ihr wieder über Palästina? Ja. Ist es da also auch so warm? Dann will ich da nicht hin. Gute Nacht jetzt. Ich will auch nicht auswandern. Ich komme euch dann mal besuchen. Aber was denn muss? Wegen Hitler? Komm schon, als ob der jemals an die Macht kommt. Sei dir da mal nicht so sicher. Er spinnt doch völlig. Ja, aber seine Wähler sehen das anders. Müssen wir eigentlich zu Fuß nach Palästina? Mein Gott, Josh. Nein, das ist viel zu weit. Warum müssen wir morgens einen Gepäckmarsch machen? Einen Gepäckmarsch? Ah, weil in unserem Gepäck der Stockbrotteig ist. Kein Gepäckmarsch, kein Stockbrot. Und so machen Sie am nächsten Morgen einen Gepäckmarsch.
sogar einen Zeitungsartikel geschrieben. Auswanderungsmöglichkeiten bestehen, wie man weiß, nur für einen ganz geringen Prozentsatz der jüdischen Jugend. Der weitaus überwiegende Teil wird in Deutschland bleiben. In der Heimat wird die Jugend um Lebensmöglichkeiten kämpfen müssen. Paul glaubt an Gott und daran, dass die Deutschen schon wieder zur Vernunft kommen werden. Er geht nach Breslau, um Rabbiner zu werden. Tschüss, Paul. Er bleibt dort nicht lang. Hallo, Paul. Ich habe jemanden gefunden, der uns Visa für Bolivien beschaffen kann. Was sollen wir in Bolivien? Uns in Sicherheit bringen? Ich komme nicht mit. Was? Ich will nicht nach Bolivien. Du wolltest doch immer auswandern. Das ist nicht auswandern, Paul. Das ist weglaufen. Und so gehen 1933 Paul, der nicht zum Auswandern hält, und die Mutter nach Bolivien. Tschüss, Paul. Tschüss, Mama. Wenn ich irgendwohin auswandere, dann nach Palästina. Aber allein in Aachen kann er nicht bleiben. Er hat kein Geld, keinen Beruf, keinen Schulabschluss. Er geht nach Düsseldorf und heuert bei einer Pfadfindergruppe an. Hallo, ich bin Fredi, ich bin 16 und meine Familie ist gerade ausgewandert. Ich habe in Aachen eine Pfadfindergruppe geleitet und möchte mich weiter nützlich machen. Tag Fredi, willkommen in Düsseldorf. Also macht es nützlich. Er fasst Fuß, er findet Freunde, aber nicht nur. Bist du dir sicher? Todsicher. Seltsam, das hätte ich nie von ihm gedacht. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich offensichtlich. Aber er ist so sportlich und die Mädels finden ihn alle gut. Ach, das mag gar nichts heißen. Ich sagte, man merkt es an der Pomade. Kein normaler Kerl hat so viel Pomade in den Haaren. Und plötzlich besteht der Gruppenleiter darauf, dass er geht. Wie bitte? Pass auf, Freddy. Ich hab dich gern, aber wir sind Juden, wir haben schon genug Probleme. Ich weiß, das klingt, als hätte ich persönlich ein Problem damit, aber ich muss an die Sicherheit der ganzen Gruppe denken. Wenn du bei irgendwas erwischt wirst... Wenn ich bei was erwischt werde? Das weißt du selbst am besten. Sag es doch! Wenn du persönlich kein Problem damit hast. Mach dich nicht lächerlich. Ich bin schwul, verdammt! Und ich weiß selbst, dass das gefährlich ist. Ich hätte nur nicht gedacht, dass mir deswegen meine eigenen Freunde in den Rücken fallen. Es tut mir leid. Ich weiß. Ist schon in Ordnung. Ich komme klar. Thank you.
Schnappt ihr ein Schwert? Auch Prag wird Friede nicht lang. Diesmal geht er allerdings freiwillig. Und zwar nach? Palästina? Brünn. Brünn? Nie gehört. Friede auch nicht. Bis er zum Winter 1936 zwei Dinge lieben lernt. Skifahren und Brünn. Außerdem findet er noch Arbeit und auch gute Freunde. Zum Beispiel... Schlager! Freddy, alles klar bei dir? Klar. Sicher? Ja. Wann hast du das letzte Mal was Richtiges gegessen? Die Miete frisst mein gesamtes Gehalt. Wann, Freddy? Zählt Brot? Sag doch was, du bist heute bei uns. Nein, Schlager, ich kann doch nicht schuldiger bei dir. Natürlich kannst du, du bist mein bester Freund. Danke für die Einladung, Frau Hinnenstraß. Ich bin Zilla, fühle dich ganz wie zu Hause und mach dir wegen dem Essen keine Sorgen. Einer mehr macht den Braten auch nicht fett. Freddy, wenn ich kann mehr essen als du? Misha, benimm dich. Ich kann mehr essen als alle anderen. Das werden wir noch sehen, Misha. Hilf mir mal mit den Füßen. Kleine Brüder. Was? Anstrengend, nicht wahr? Ich bin auch ein kleiner Bruder. Ja, aber du bist schwer in Ordnung. Wer sagt das? Ich sage das. Du weißt, was man sich über dich erzählt, oder? Du meinst, dass ich als Speerwerfer bei der Olympiade dabei gewesen wäre? Hätte Hitler mich nicht persönlich aus dem Kader geworfen? Klar, stimmt das. Nein, das andere. Ja, das stimmt auch. Aber behalt's für dich in Ordnung? Pfadfinder Ehrenwort. Und apropos Speerwerfen, hast du schon jemanden gefunden, der deinen Text für die Maccabi-Zeitung übersetzt? Oh, ich hatte ehrlich gesagt gehofft, du könntest das machen. Ich? Vergiss es. Ich bin kein Übersetzer. Aber weißt du, wen du fragen kannst? Jender. Wer ist Jender? Er ist auch Leiter bei Maccabi, macht aber vor allem Erste-Hilfe-Kurse. Ich glaube, er studiert Medizin. Jedenfalls hat er schon öfter Texte übersetzt. Vielleicht kann er dir ja sogar ein bisschen Tschechisch beibringen. Das war vermutlich mehr Tschechisch, als ich im ganzen letzten Jahr gelernt habe. Du warst doch nicht besonders fleißig. Ich war selbst. Ich weiß. Danke. Und auf Tschechisch? Děkuji. Minisar, spiele zusammen. Und was heißt das? Nicht zu danken. Hat Spaß gemacht. Mir auch. Möchtest du noch einen Satz lernen? Gut. Einen noch. Was bedeutet das? Willst du mir zu Abend essen? Ja, gern. Nach ein paar Wochen ist Freddy bei Jender eingezogen. Und nach jahrelangem Unterkommen hat er zum ersten Mal wieder das Gefühl, an einem Ort zu leben. Milieu, Freddy. Heißt das, was ich denke, dass es heißt? Na, was sonst? Ich dich auch gerne. Ich dich auch. Es ist eine großartige Zeit. Bis später, Hina. Was denn? Los, Kinder. Liegestütze. Los, auf geht's. Eins, zwei, drei, vier. Sehr gut. Guten Tag, spreche ich mit dem Palästinern? Eine Spende von unseren verfolgten Brüdern und Schwestern in Deutschland. Weiter geht's. 21, 22, nochmal, 23, 24, ja.
meine Kollegin in Palästina. 61, 62, 63, 64. Nicht schlapp machen, Doris. Was euch nicht umbringt, macht euch stärken. 5 Kronen, die Dame. Danke vielmals. Jeden Tag eine gute Tat. 81, 82, 83, 84. Sind Sie in Palästina? Ja? Wunderbar! Endspurt! 91, 92, 93, ganz runter, 94, 95, 96, 97, 98, 99, und der letzte langsam. 100. Geht doch! Hallo Linda! Gesagt, dass ich für 8 koche. Oh, verdammt, ich erinnere mich. Es tut mir leid. 8 Uhr. Wie sonst auch immer. Wie letzten Freitag, als du es vergessen hast. Nee, den Freitag davor, als du es auch vergessen hast, Training. Ich weiß. Ich habe heute Mittag noch daran gedacht, aber es gab so viel zu tun. Ich bin endlich zum Palästina. Ich habe das Gefühl, du kommst noch zum Schlafen nach Hause. Es tut mir leid, Ding. Gib mal ein paar Gruppen ab, Freddy. Die Bewegung ist nicht alles. Die Bewegung funktioniert nicht ohne. Dann heirate die Bewegung doch. Streit darüber wird langsam zum Dauerzustand. Nach einem Jahr halten es beide nicht mehr aus. Ich ziehe zu Schrager. Mach's gut. Vielleicht sehen wir uns in besseren Zeiten wieder. Er lebt also wieder aus dem Koffer. Bei Schrager, bei Bekannten, in der Turnhalle. Im September 1938 muss er Brünn verlassen. Er geht zurück nach Prag. Daran glaube ich. Er packt also wieder in Prag mit an.
fast wie früher. Sie sind da! Sie sind einmarschiert! Die Republik ist gefallen! Kampflos! Sie sind überall! Sie sind da! Sie sind einmarschiert! Die Republik ist gefallen! Kampflos! Sie sind überall! Schützencreme ausheben zu lassen. Aber wir müssen sie auf alles vorbereiten. Wir müssen in diesen Wasserschlacht. Na, warte du. Ja. Haben die Kinder den ausgehoben? Nein. Ja, ich. Ja. Schau mal. Thank you.
Wie kommst du darauf, dass den jemand trägt, Willi? Weil er nicht im Schrank hängt, wo ich ihn gestern hingehängt habe. Also, ich finde ja, wer Kinder dazu erzielt, in Palästina all ihren Besitz miteinander zu teilen, soll sich nicht wundern, wenn sich jemand anderes einmal seinen Anzug ausleiht. Aber das ist nur meine Meinung als Unbeteiligter. Schönen Abend noch. Freddy. Willi. Ist das mein Anzug? Ach. Das ist deiner. Ausziehen sofort. Schon gut. Du kannst nicht einfach meine Klamotten anziehen. Ich nehme auch nichts von deiner Pomade, ohne zu fragen. Ach, das ist etwas anderes. Ja. Erstens wird Pomade weniger, wenn man etwas davon nimmt. Zweitens sehst du mit meiner Pomade weitaus lächerlicher aus als ich in deinem Anzug. Und drittens bin ich hart. Mit wem? Das geht dich gar nicht an. Bestimmt wieder mit einem Deutschen. Sei doch froh. Von wem wissen denn über alles Bescheid, was die Deutschen machen? Hm? Von mir? Das ist in Ordnung. Zieh sofort den Anzug aus, du Verräter! Als wäre die Bedrohung durch die Nazis nicht schon schlimm genug, gerät Freddy auch immer öfter mit seinem Mitstreiter aneinander. Da tut es gut, dass ihm zumindest die Kinder vertrauen. Zu seinem 23. Geburtstag schreiben sie ihm ein Gedicht. Freddy? Und wenn's den Eltern auf mich recht? Und wenn's zu Hause Schelte gibt? Und wenn, Freddy, weil nie die Zeit zum Lernen reicht? Die Zeugnisse sind jetzt so schlecht. Wir folgen dir so wie bisher. Wir halten fest zu dir. Dankeschön. Ein Geburtstag später, nach einem Jahr Besatzung, kann man durch Prag gehen und denken, man sei in Berlin. Juden dürfen nicht mehr auf Sportplätze, in Parks, auf Spielplätze. Die Kinder nicht einmal mehr in die Schule. Mir ist langweilig. Freddy und seine Mitstreiter versuchen alles, um die Kinder zu beschäftigen. Und wenn es Dauerlaufen in einem Friedhof sein muss.
Edelstein ist 38, wirkt aber älter. Alle anderen in der Bewegung sind per Du, doch er legt sehr viel Wert auf die Etikette. Ich habe Sie heute hier eingeladen, weil ich hoffe, dass einer von Ihnen etwas weiß, das sich bestätigen lässt. Ich weiß etwas, Herr Edelstein. Es wird Transporte geben. Schon ab diesem Monat. Erst einmal nach Polen, aber nur so lange, bis Sie ein Sammellager im Protektorat aufgebaut haben. Das soll noch vor Jahresende fertig sein. Und das sind sicher keine Gerüchte? Ich weiß es von einem Deutschen. Du und deine verdammten Deutschen! Jetzt ist keine Zeit und keine Streitigkeit. Seien wir froh, dass uns Herr Hirsch diese Informationen mitteilen wollte. Was machen wir jetzt? Wir starten eine Transporthilfe mit den Jugendlichen. Wir helfen denen, die deportiert werden, beim Packen. Treiben warme Kleidung und haltbare Lebensmittel für sie auf. Aber damit spielen wir den Nazis doch nur in die Hände. Haben Sie eine bessere Idee? 2 Tage später startet die Transporthilfe. Kein Tag zu früh. Im Oktober und November 41 geht ein Transport nach dem anderen. Die Menschen werden in Güterwaggons abtransportiert. Wer einen Deportationsbescheid bekommt, hat 48 Stunden, um sich bereit zu machen. Brauchen Sie noch ein Laib Brot? Kann mir mal jemand mit Frau Schimmerlings Koffer helfen? Nehmen Sie genug Wasser mit, Sie werden ein paar Tage unterwegs sein. Soll ich Ihrem Bruder etwas ausrichten? Passen Sie mit der Stufe auf. Vorsicht, zerbrechlich. Haben wir noch genug Wolldecken? Hier ist Ihr Wintermantel. 3, 4, 6, 8, 10. Wer fehlt denn hier? Auf Wiedersehen! Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Ihr Transport geht am 4. Dezember. 50 Kilogramm Gepäck pro Person, aber das wissen Sie ja. Klamotten, Wolldecke, Seife, Zahnbürste, Ersatzzahnbürste, Blechgeschirr, Brandzeug, Taschenlampe, Blockflöte, die Bücher, Speer, dann halt den Diskus, Rilke-Gedichte, eine Postkarte aus Palästina, vom Meer. Mein Geburtstagsgedicht. Und Hommage. Der Transport geht nicht nach Osten, sondern ist bloß eine Stunde lang nach Norden unterwegs. Es ist ein gewöhnlicher Personenzug.
ist keine Stadt. Das ist eine Festung. Technisch gesehen ist Theresienstadt sehr wohl eine Stadt. Eine hübsche alte Festungsstadt mit grasbedeckten Backsteinwällen ringsherum. Schreibt es auf und übersetzt es für alle, die kein Deutsch sprechen. Bis die normale Bevölkerung vollständig ausgesiedelt ist, ist den Häftlingen das Verlassen der ihnen zugewiesenen Kasernen verboten. Unerlaubtes Betreten der Straße wird mit dem Tode bestraft. Das ist weniger hübsch. Die Ankömmlinge werden in ein paar heruntergekommene Kasernen gepfercht. Es gibt nicht genug zu essen, kaum fließendes Wasser, nicht genug Brennholz und nicht einmal Betten. Jeden Tag kommen neue Transporte voller Menschen an. Was ist das hier? Ich muss zu meiner Frau und meiner Tochter. Es muss ein Missverständnis sein. Ich komme aus Berlin. Ich habe einen Vertrag unterschrieben. Mama! Wo ist meine Mama? Ich will zu meiner Mama. Die SS kümmert sich nicht um die Gefangenen, wo sie schlafen, was sie essen, wie sie sich sauber halten sollen. Um all das müssen Fredi und seine Mitstreiter sich selber kümmern. Die SS setzt eine jüdische Selbstverwaltung ein, an ihrer Spitze Edelstein. Herr Hirsch? Herr Hirsch, kommen Sie mal bitte. Ich wollte Sie fragen, was denken Sie, wie viele Menschen passen in diese Stadt? Unter normalen Umständen würde ich sagen, vielleicht etwa 9000. Aber so wie Sie uns hier zusammenpferchen, viermal so viele? Also wenn wir es hochrechnen, höchstens 40.000. Aber es gibt ca. 100.000 Juden im Protektorat. So viele passen hier nicht rein. Nicht, wenn sie uns alle hier behalten. Vielleicht lassen sie uns ja schrittweise auswandern. Ja, vielleicht. Edelstein macht Fredi zum Chef der Kasernenleitung. Das bedeutet, dass wir alle Gebäude und Zimmer einrichten unterstehen. Ich bin verantwortlich. Fredi, die Toilette im zweiten Stock der Hamburger Kaserne schon wieder kaputt. Du machst dich drum? Fredi? Gibt's schon jemanden für das Referat Freizeitgestalt? Fredi, wir brauchen eine neue Essensausgabe in der Dresdner Kaserne. Fredi, der Keller mit den Stromrad ist schon wieder vorgelaufen. Fredi, wer verteilt das Brennholz für nächste Woche? Fredi, kannst du dich mir für den Brottransport heute kümmern? Fredi! Es ist eine wichtige Aufgabe. Leider lässt sie ihm kaum Zeit für das, worauf er sich eigentlich konzentrieren möchte. Guten Morgen, Kinder. Wem von euch ist kalt? Ja. Dann wird es euch freuen, dass wir Aufwärmübungen machen. Ein Kasernenhof ist kein Wald und ein Ghetto kein Sommerlager. Aber Fredi tut so. Seit jemand einen Ball gefunden hat, ist am im Kasernenhof eine richtige Fußballliga entstanden. Los, 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 los! Nein, was machst du denn da? Nicht jeder hier spielt wirklich gut Fußball. In die andere Richtung! Aber das macht nichts. Der Kasernenhof ist zu klein, dass ich den Ball auslanden könnte. Wenn ein Umherstehender ihn fängt, wirft er ihn zurück. Zumindest meistens. Die SS hat unseren Ball! Das war unser einziger! Wartet, ich kümmere mich um. Guten Tag. Ich habe mit ihm geredet. Was hast du gesagt? Soll ich es dir verraten? Dann hört gut zu und merkt es euch. Bei den Nazis geht es nicht darum, was du sagst. Es geht darum, wie du es sagst. Schmetterling, Brotkruste, Naturwissenschaften, Hundewelt. In der Zeit und großer Mühe kehrt in Theresienstadt etwas wie Routine ein. Im Sommer nach Fredis Ankunft wird die ursprüngliche Bevölkerung ausgesiedelt. Wir
können uns jetzt freier in der Stadt bewegen, aber überfüllt ist es immer noch. Kasernen und Wohnhäuser, Geschäfte, Schulen und sogar Ställe. Alles mussten den Pritschen vorstellen. Es wird voller und voller. Dann wird es leerer. Sie schicken Transporte in Richtung Osten. In größere Lager heißt es. In Lager, aus denen nie eine Postkarte kommt. 1000 Personen pro Zug, mal mehrere Züge pro Woche, mal wochenlang gar keine. Es sind Güterzüge. Niemand weiß, wohin sie fahren. Niemand will in sie einsteigen. 5. Januar 1942, 1000 Personen. 2. Juli 1942, 1500 Personen. 9. November 1942, 1000 Personen. Wer fährt und wer bleibt, das überlassen sie den Gefangenen selbst. Und so sitzen Jakob Edelstein und der Ältestenrat bis spät in die Nacht zusammen und schreiben Transportlisten. Ich hasse das. Sie können einem leid tun. Andererseits, wer die Listen schreibt, steht nicht auf ihn. Wer Freunde im Ältestenrat hat, auch nicht. Herr Hirsch, kommen Sie bitte nochmal. Herr Friedrich Hirsch, der bisherige Leiter der Abteilung Gebäudeleitung, wurde vom Ältestenrat in die Leitung der Jugendfürsorge gerufen. Viel Glück. Dankeschön. Stellvertretender Leiter, ganz offiziell. Und jetzt ratet mal, wessen Stellvertreter ich bin. Bitte, dir gar nichts darauf einfliegen. Meine persönliche Meinung zu dir hat sich immer noch nicht geändert. Gonda Redlich und Freddy Hirsch sind immer noch keine Freunde. Aber sie ergänzen einander. Gemeinsam setzen sie durch, dass die Selbstverwaltung Kinderheime einrichtet, in denen die jüngsten Gefangenen ein wenig vom Leid im Lager abgeschirmt sind. Ich will, dass die Kinder später einmal an das Heim, das wir ihnen in Theresienstadt zu bereiten versuchen, gerne zurückdenken. Gonda redet, plant und diskutiert mit dem Ältestenrat. Freddy verbringt viel Zeit in den Heimen und beschäftigt sich mit den Kindern. Natur ist glücklich, doch in uns begegnen sich zu viel Kräfte, die sich wirr bestreiten. Wer hat ein Frühjahr innen zu bereiten? Wer weiß zu scheinen? Wer vermag zu regnen? Wem geht ein Wind durchs Herz, unwidersprechlich? Wer fasst in sich der Vogelfüße Raum? Wer ist zugleich so biegsam und gebrechlich wie jeder Zweig an einem jeden Baum? Wer stürzt wie Wasser über seine Neigung ins unbekannte Glück so rein, so reg? Und wer nimmt still und ohne Stolz die Steige und hält sich oben wie ein Wiesenweg? Freddy, wann gehen wir in die echte Natur? Pass auf, ihr geht jetzt los und sucht mir jeder eine Blume, einen Käfer und einen runden Stein. Und wer als erster wieder hier ist, der bekommt einen Pfadfinderorden.
gemeinsam auf den Festungswall laufen. Wie alt sind Sie eigentlich? 26, Herr Lagerkommandant. 4 Jahre jünger als ich. Bin ich Ihnen zu schnell? Nein, nein. Sie sind nur ganz schön gut in Form. Die Kinder halten mich auf Trab. Der Kleine ist bald 3. Er räumt mit Vorliebe die Küchenschränke aus. Haben Sie auch Kinder? Jede Menge sogar. Räumen Sie auch die Küchenschränke aus. Dazu fehlt mir die Küche. Wollen Sie in eine bessere Wohnung umziehen? Ich kann Ihnen eine besorgen. Ich wohne gerne im Kinderheim. Es ist ja gar nicht schlecht ausgestattet. Den Kindern fällt bloß mit der Zeit die Decke auf den Kopf. Verstehen Sie? Auskommen? Ja. Eine Art Spielplatz. Der Südwall wäre perfekt. Na, das wird sich doch machen lassen. Danke, Herr Lange Kommandant. Siggi. Freddy! Von da an darf Freddy einmal pro Woche mit den Kindern zum Turnen auf den Festungswall. Ich kann die Berge sehen! Für die Kinder ist klar, wie er das gemacht hat. Freddy ist ein Held! Aber nicht alle Erwachsenen sind dieser Meinung. Er steckt doch mit dem Lagerkommandanten unter einer Decke. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ekelhaft. Schlimm genug und dann auch noch mit Nazis. Keinerlei Anstand. Und so jemand lässt man mit den Kindern allein. Wisst ihr, was wirklich ekelhaft ist? Euer haltloses Gerede. Ich weiß, ihr habt Hunger. Aber Gerüchte machen den Magen auch nicht voll. Keinerlei Anstand. Freddy schwul ist in Theresienstadt ein offenes Geheimnis. Die Erwachsenen tuscheln darüber, aber die Kinder vertrauen Freddy und er tut, was er kann, um sie zu beschützen. Herr Hirsch? Wir warten einmal wieder auf Herrn Redlich. Ja. Ah, gut, dass Sie da sind. Dem Antrag der Herren Redlich und Hirsch, Kinder unter 12 Jahren von den Osttransporten auszunehmen, wurde mit 9-3 Stimmen und einer Enthaltung stattgegeben. Ja! Aber der Erfolg ist nicht von Dauer. 10 Jahre! Das können Sie nicht machen, Edelstein! Wir haben die ganze Nacht nach einer anderen Lösung gesucht. Mir gefällt das doch auch nicht. Aber langfristig müssen wir zu viele Fachkräfte wegschicken, wenn wir die Kinder hier behalten. Sehen Sie doch selbst! Ich habe eine Frau und einen Sohn. Ah! Nehmen Sie sie mit, wenn Ihnen Kinder so egal sind. Beruhigen Sie sich. Mir sind die Kinder alles andere als egal. Aber in meiner Lage, da kann man keine richtigen Entscheidungen treffen. Elf Jahre. In Ordnung? In Ordnung. Wenig später fällt das Schutzalter doch auf 10 Jahre, dann auf 9, dann verschwindet es ganz. Jetzt hat Freddy nur noch seine eigene Schutzliste. 20 Namen darf er aufschreiben. Es sind vor allem weise Kinder. Freddy? Ich soll doch so verfahren. Nicht weinen. Alles wird gut. Es ist noch Platz für mich. Auf deiner Liste. Ich schreibe dich auf. Danke. Du beschützt mich gegen immer, oder? Und meine Geschwister auch. So gut ich kann. So gut ich kann. Thank you.
Fredi bleibt. Er kann nicht alle Kinder erziehen, nicht alle Kinder betreuen, nicht alle Kinder unterbringen. Und leider kann er sie nicht alle beschützen. Dafür sind es einfach zu viele. Zu wenig Platz und zu viele Osttransporte. Aber er nimmt jeden einzelnen Transport in Empfang. Er möchte sie zumindest alle begrüßen. Heute Nachmittag um 1:30 ist eine Sonderausgangssperre verhängt worden. Sag den Jungs in deinem Heim Bescheid. Warum das denn, Gondor? Es kommt ein Transport. Es kommen ständig Transporte. Warum gibt es zu diesem eine Ausgangssperre? Wenn ich das wüsste, würde ich es dir sagen. Ja? Ja? Du magst es nicht glauben, Fredi, aber ich versuche tatsächlich, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich habe die Informationen über den Transport direkt vom Ältestenrat. Der Ältestenrat hat versucht, mehr herauszufinden, aber die SS sagt nicht mehr. Das ist, was ich weiß und das ist, was du den Jungs in deinem Heim sagen sollst. Ich muss doch wissen, ob Kinder in dem Transport sind. Das musst du nicht. Das ist nicht deine Aufgabe als mein Stellvertreter. Und ehrlich gesagt würdest du es mir auch sehr viel einfacher machen, wenn du die Alleingänge bleiben müsstest. Ich meine es ernst. Ich habe dich schon verstanden, Gondor. Gut. Es ist auch verboten, heute Nachmittag durch die Fenster zu schauen. Ich kann sie sehen. Sind das Kinder? Das sind alles Kinder. Oh mein Gott. Die sind ja ganz abgemagert. Kommen noch mehr. Was glaubst du, wie viele sind das? Bestimmt 500. Nein, mehr. Mindestens 1000. Die SS sperrt sie in ein paar eiligen Zimmerholzbaracken im Westteil des Lagers, die übrigen Gefangenen ab sofort nicht mehr betreten dürfen. Es ist sogar verboten, über sie zu sprechen. Was sind das für Kinder? Man sagt, sie kommen aus Polen. Meine Schwester arbeitet in der Küche. Sie hat den Kindern Kartoffeln mit echter Butter gekocht. Ich glaube, die Nazis peppeln sie auf. Dann sind sie sicher für einen Gefangenenaustausch. Angeblich mussten sie mit Gewalt in die Duschen gezerrt werden. Ich würde meine Mutter gegen eine Dusche tauschen. Sie haben geschrien, sobald das Wort Dusche fiel. Was gibt's da zu schreien? Diese Kinder wissen etwas. Ich muss mit ihnen reden. Tagelang beobachtet Fredi den Zaun, der den verbotenen Westteil des Lagers von den Gemüsegärten der SS trennt. In den Gärten arbeiten viele der Jugendlichen. Fredi hilft ihnen bei der Kürbistante. Kein Meter vom Zaun entfernt. Hoch ist er nicht. Ab und an kontrolliert jemand den Zaun. Keine SS, ihre Untergebenen. Mal ein Ghetto-Wachmann, mal ein tschechischer Gendarm. 21, 22, 23. 20 Sekunden, in denen der Zaun unbewacht ist. Eher 15.
für Juden sind. Lauf! Nein! Was? Du! Ich lebe noch. Wenn Sie mich töten wollten, hätten Sie das gerade tun können. Und außerdem ist seit einem halben Jahr kein Transport mehr gegangen. Wenn er nicht gehen kann. 6. September. Was? Aber... Aber das geht nicht. Ich muss mich doch um die... Ich muss runter von der Transportliste. Edelstein! Edelstein ist nicht mehr da. Niemand weiß, wohin sie ihn gebracht haben. Seidel! Seidel arbeitet seit Sommer bei der Gestapo in Bergen-Belsen. Gonda! Gonda!
Oh. Verdammt. Gleich nach Ihrer Ankunft müssen Sie Ihr Gepäck abgeben, sich ausziehen, Lumpen anlegen. Jeder bekommt eine Nummer auf den Arm tätowiert. Beiß die Zähne zusammen. Es ist gleich vorbei. Halt still oder willst du lieber ins Gas? Reden Sie immer so mit Kindern. Ich tätowiere normalerweise keine Kinder. Die werden eigentlich sofort selektiert. Selektiert? Naja, aussortiert. Nächster. Aber aus Friedis Transport wird niemand aussortiert. Man steckt Männer, Frauen, Kinder und Alte zusammen in einem von dem Rest des Lagers getrennten Randbereich. Zumindest bleiben wir alle zusammen. Deshalb bekommt dieser Teil des Lagers einen Namen, der beinahe wie Erholungsurlaub klingt. Familienlager. Die Gefangenen müssen an Familienmitglieder, die noch in Theresienstadt oder sogar in Freiheit sind, Postkarten schreiben. Leo Janowitz vom Theresienstädter Ältestenrat schreibt sogar bis in die Schweiz. Zeig mal her, Leo. Hallo, ihr Lieben. Ich bin mit meiner Frau und einer ganzen Reihe von Freunden, unter ihnen auch Friedi Hirsch, hierher umgezogen. Umgezogen. Klingt nett. Willst du mit unterschreiben? Kein Wort vom Tod darf fallen, denn der ist hier allgegenwärtig. Die Schornsteine rauchen Tag und Nacht. Die Schornsteine sind ein Problem für morgen. Dafür müssen wir einen Morgen erst einmal erleben. Mit dem bisschen Suppe. Der Hunger, der schon in Theresienstadt an ihnen gezehrt hat, wird hier nun wirklich bedrohlich. Außerdem kommt der Herbst viel zu früh. Das ganze Lager versinkt im Schlamm. Und Brennholz gibt es kaum. Weißt du, was wir brauchen, Leo? Einen eigenen Block, nur für die Kinder. Wenn wir sie alle in einer Baracke unterbringen können, dann reicht das bisschen Feuerholz vielleicht aus, um sie alle warm zu halten. Und vielleicht können wir dann auch wieder mehr Essen für sie auftreiben. Daran habe ich auch schon gedacht, Friedi, aber es gibt hier keinen Ältestenrat mehr. Und du hast deine Position verloren. Wir können solche Entscheidungen hier nicht treffen. Es muss doch auch hier Gefangene geben, die mehr zu sagen haben. Die gibt es tatsächlich. In Auschwitz nennt man sie Katos. Sie sind dafür zuständig, für Ordnung unter den Gefangenen zu sorgen. Was soll ich damit? Für Ordnung sorgen. Ich will den Posten nicht. Sei vernünftig, Fredi. Vernünftig? Soll ich alle zusammenschlagen, die beim Appell nicht gerade stehen, weil sie zu schwach sind? Das kann ich nicht, Leo. Und das will ich auch nicht. Aber was, wenn dir der Posten hilft, das mit den Kindern dort durchzuziehen? Ich mache das nicht. Mach's für die Kinder. Gut, ich mach's. Aber nur bis wir den Kinderblock haben. Danach höre ich sofort auf, klar? Du kriegst das hin. Er kriegt es tatsächlich hin. Auf Fredis Einwirken erlaubt die SS den Gefangenen kurze Zeit später, Block 31 für die Kinder zu nutzen. Zumindest tagsüber. Die Jacke? Die Jacke kannst du behalten. Du bist jetzt Blockältester. Als Blockältester ist Fredi für die Organisation des Kinderblocks zuständig. Er findet einige junge Leute, die mit ihm die Kinder betäuben, ihnen Geschichten erzählen und ihr Wissen mit ihnen teilen. Und er selbst sorgt dafür, dass sie in Bewegung bleiben. Auf die Plätze. Fertig? Was mit dem Zaun auf! Wie oft soll ich das denn noch sagen? Das fehlt mir hier noch. Wenn mir einer in den Elektrozaun reinläuft. Bisher ist von den über 270 Kindern in Fredis Block noch kein einziges gestorben. An einem Ort wie diesem kommt das einem Wunder gleich. Das ist kein Wunder. Das ist strikte Disziplin in Sachen Sauberkeit. Es ist mir wichtig, dass die Kinder sich jeden Morgen waschen. Auch im Winter. Notfalls mit Schnee.
mir, der Schmerz verschwindet. Der Schmerz verschwindet. Und noch einmal. Der Schmerz verschwindet. Der Schmerz verschwindet. Und nochmal. Und nochmal. Immer wieder. Der Schmerz verschwindet. Der Schmerz verschwindet. Schmerz verschwindet. Das hilft. Und gegen den Hunger hilft, dass Fredi eine Freundin im Frauenlager hat. Sie gibt alle Lebensmittelpakete, deren Empfängerinnen schon tot sind, an den Kinderclub weiter. Dort rühren die Betreuer den Inhalt der Pakete mit Wasser und Mehl zu einer Suppe zusammen. Ich weiß, der Kai ist anders. Aber immerhin habt ihr was gemacht. Aber im Dezember kommen weitere Transporte mit fast 500 Kindern. Jetzt bleiben für jeden nicht mehr als ein, zwei Löffel übrig. Ich brauche mehr Essen, mehr Platz und mehr Betreuer. Ich kann Betreuerin sein. Das geht nicht, Suska. Du bist 15. Du hast mit 15 auch schon Kinder betreut. Ich war mit 15 nicht in Auschwitz. Betreuer sein ist anstrengend, Suska. So viel Kraft kannst du hier nicht entbehren. Und du kannst helfen, der Hände entbehren? Hilfsbetreuer. In Ordnung? Suska Ruzitschkova wird seine aufmerksamste Schülerin. Sie macht ihre Sache gut, es ist ihm dabei aber nicht immer leicht. Oft hat Fredi das Gefühl, sie selbst noch beschützen zu müssen. Was? Liest du da, Suska? Freud, Einführung in die Psychoanalyse. Das ist keine Lektüre für einen 15-Jährigen. Was soll ich sonst lesen? Es gibt nur 8 Bücher im Block. Dann lies eins von den 7 anderen. Ein Geometriebuch, eine russische Grammatik, ein russischer Liebesroman, ein französischer Liebesroman, ein kaputter Weltatlas, die Geschichte der Welt von 1918 und der brave Soldat Schwelg. Na sicher. Lies doch den Schwelg. Den habe ich schon gelesen. Tja, dann musst du wohl Russisch lernen. Auch andere ältere Kinder spannt er ein. Mit den Dezembertransporten ist zum Beispiel Misha Königwachs angekommen. Misha! Er darf die Paketsuppe umrühren. Hier ist eine Tüte Salz für die Suppe. Pass auf, dass du nicht zu viel davon isst. Unterscharführer Pesek, heute schon genug geraubt und gemordet? Wie redest du denn mit mir, Jude? Zigarette? Danke. Rauchst du immer noch nicht? Rauchen ist tödlich und lächerlich. Seine Kontakte zur SS ermöglichen es Fredi, einen zweiten Kinderblock einzurichten. Dadurch wird das Leben im
Block ein winziges bisschen entspannter. Die Wände des neuen Blocks werden mit bunten Bildern bemalt. Oh, Schneewittchen! Jedes Mal, wenn die Kinder die Zwerge über die bunte Wiese tanzen sehen, zeigen ihre Gesichter ein Gefühl, das wohl doch noch nicht durch den Schornstein gegangen ist. Glück! Kinder, wer von euch mag Theater? Alle mögen Theater. Jeden Mittwoch und Donnerstag spielen sie sich gegenseitig kleine Stücke vor. Bravo! Also, mein Tschechisch ist wirklich schlecht, aber ich fasse mal zusammen, wie ich es verstanden habe. Die Kinder gehen ins Gas, sie kommen in den Himmel. Und Gott ist Hitler? Genau, und die Engel sind dann die SS. Genial, nicht wahr? Ich will aber, dass sie für einen Moment vergessen, wo sie hier sind. Lass uns als nächstes ein Märchen spielen, ja? Toi, toi, toi! Februar 1944. Auf der Lagerstraße steht das Wasser. Fredi macht sich auf den Weg zu den Frauenblöcken, um die Kinder abzuholen und zum Appellplatz zu machen. Oh Gott! Was ist los? Sieh dir das an, Schwester! Was denn? Ich bekomme graue Haare! Ach das? Die bekommst du schon seit Monaten. Was? Wirklich? Ich bin 27. Bist du dir sicher? Wie meinst du das? Bist du dir sicher? Alles Gute zum Geburtstag, Freddy. Oh. Wo? Danke. Schön, dass du dich erinnerst. Komm mit, alter Mann. Deine Kinder warten. Den Morgenappell dürfen die Kinder in den Blöcken machen. So müssen sie nicht mit den Erwachsenen draußen in der Kälte stehen. Und schneller geht es auch. Ich frage mich, wie es hier im Sommer wird, wenn die Sonne aufs Dach... Glocke, Ältester! Eins fehlt. Suska, wer fehlt? Ich weiß es nicht. Geben Sie mir einen Moment. Ich schaue den Frauenblöcken nach. Vielleicht hat ein Kind verschlafen. Nein, komm sofort auf die Kommandatur. Funktioniert doch, oder? Ich verbreite
Rettungswagen? Natürlich. Und jetzt schau dir die Leute hier. Was sind die? Zionisten? Assimilierte? Radikale? Kommunisten? Alles, was uns wichtig war, gilt nicht mehr. Wir sind Menschen. Nackt und jämmerlich. Wenn ich zurückkehre, möchte ich wieder in Prag leben. Im März müssen Sie wieder Postkarten schreiben. Und Sie müssen sie in 3 Wochen nach vorne datieren, weil Sie über Berlin zugestellt werden, heißt es. Um die Empfänger nicht zu beunruhigen. Was haben Sie mit uns vor, Leo? Es heißt, dass unser gesamter Transport in ein anderes Lager verlegt werden soll. In welches Lager? Arbeitslager Heidelberg. Es soll nicht weit von hier sein. Und wer hat es gesagt? Der Kommandant. Betrunken zu seiner Geliebten. Die ist eine Gefangene. Dann muss es wahr sein. Er lässt uns Listen mit den Berufen aller Gefangenen anfertigen. Arbeitslager Heidelberg. Wir kommen hier raus. Fredi, wir kommen hier raus. Aber was ist mit den Kindern? Sie kommen mit. Der gesamte Transport heißt es. Ins Arbeitslager. Klingt das nicht seltsam? So sehr Fredi das Gerücht doch glauben möchte, er kann es nicht ganz. Und bald taucht ein weiteres auf. Seine Quelle ist weniger klar. Vor den Krematorien. Sie bereiten sie auf einen großen Transport vor. Vor dem Gebäude stellen sie Gewehrposten auf. Aber warum das? Bis jetzt haben doch alle geschluckt, dass sie duschen gehen. Bis jetzt ist niemand ins Gas gegangen, der seit 6 Monaten die Wahrheit kennt. Das würde erklären, warum die Kinder mitkommen. Der ganze Transport. Verdammt! Noch hat sich dieses Gerücht nicht verbreitet. Aber diejenigen, die Kontakte zur SS haben oder in anderen Teilen des Lagers unterwegs sind, die wissen es. Fredi trifft sich mit dem kommunistischen Lagerwiderstand. Die Männer im Sonderkommando haben Listen mit deinem Transport. Der Vermerk lautet Sonderbehandlung nach 6-monatiger Quarantäne. Du weißt, was das heißt. Jeder weiß, was das heißt. Gibt es Ausnahmen? Nein, keine. Ihr geht alle ins Gas, wenn ihr euch nicht wehrt. Wie sollen wir uns bitte wehren? Wir sind unbewaffnet. Meine Gruppe hat Kontakt zum Widerstand im Männerlager. Ich gebe dir Bescheid, sobald ich Neues von ihm weiß. Aber dazu kommt es nicht. Kurz darauf, am Nachmittag des 7. März, wurde Fredis gesamter Transport in ein Quarantänelager verlegt. Ein Zaun grenzt ihn von den Gefangenen, die erst seit Dezember im Familienlager sind. Suska! Suska! Fredi, ich muss gleich rüber. Wir haben nicht mehr Zeit. Du darfst nicht gehen. Du kannst mit Pestek oder Mengel reden. Pestek müsste bald hier sein. Er hat heute Dienst. Du darfst nicht gehen. Suska, ich kann nicht gehen. Ich muss doch mit den Kindern mit. Aber was ist mit den Kindern hier? Es bleiben genug Betreuer im Lager. Seppel kümmert sich jetzt um alles. Und du kannst auf die Kinder aufpassen. Ich bin nur Hilfsbetreuerin. Glaub mir, das bist du längst nicht. Fredi, willkommen. Gute Nachrichten, du stehst auf Dr. Mengeles Liste. Welche Liste? Dr. Mengeles Liste von Häftlingen, die nicht nach Heidelberg fahren. Du wirst sie gebraucht. Na komm. Sag, Mengele. Dass ich nicht bleibe. Das ist nicht deine Entscheidung. Das ist genau meine Entscheidung. Ich habe 6 Monate lang auf diese Kinder aufgepasst. Ich kann sie jetzt nicht allein lassen.
Und wenn das hieße, dass ich meine Haut rette. Ich kann es nicht. Quarantänelager schläft Freddy kaum. Am nächsten Morgen rufen ihn die Kommunisten zu sich, die auch auf dieser Seite des Zauns sind. Freddy. Die Männer im Sonderkommando haben uns Unterstützung zugesichert. Wenn wir losschlagen, sprengen sie die Krematorien. Ihr wollt es also wirklich versuchen? Na klar, wir werden es ja nicht überleben, aber wir halten die Maschine an. Aber was, wenn das genau das ist, was die Nazis wollen? Wie meinst du das? Wenn wir sie jetzt angreifen, geben wir ihnen doch mal einen Grund, uns alle niederzuschießen. Ich lasse mich lieber erschießen als vergasen. Wenn wir uns früher oder später sowieso umbringen, können wir wenigstens ein paar von ihnen... Früher oder später? Ja. Wir werden heute sterben. Aber was ist mit den Leuten auf der anderen Seite des Zauns? Die sind in 3 Monaten dran oder in 2. Was sind 2 oder 3 Monate, in denen die Russen hier landen könnten? Es sind noch über 4000 Menschen im Familienlager. Die sind alle tot, wenn die SS anfängt zu schießen. Und wenn die Russen nicht kommen, sind sie es trotzdem. Das sind Überlegungen, die wir auch schon hatten, Freddy. Aber es ist immer noch unser Leben. Wir müssen es versuchen. Es ist das Leben von allen hier im Lager. Hast du sie alle gefragt, ob sie erschossen werden wollen? Ich bin mir sicher, dass Müll ins Gas will. Ich weiß. Ich doch auch nicht. Dann führ uns an. Was? Führ den Aufstand an. Damit es klappt, müssen wir gesammelt losschlagen und dafür brauchen wir ein Startsignal. Und wozu mich? Du hast die Trillerpfeife, du musst nur einmal pfeifen. Ich gebe dann den Blockältesten Bescheid und sie geben... Eine Stunde. Was? Gib mir eine Stunde Bedenkzeit. Was gibt es da zu bedenken? Du machst es doch, oder? Ich sag doch. Ich brauche Zeit zum Überlegen. Das ist Zeit, die wir nicht haben, Freddy. Die SS wartet nicht auf mich. Ich kann so eine Entscheidung nicht leichtfertig treffen. Wenn ich euch zu lange brauche. Sucht euch jemand an. Du musst es machen, Freddy. Die Leute hören doch nicht auf die Trillerpfeife, sie hören auf dich. Ich weiß. Aber ich brauche noch Zeit. Ich verstehe nicht, was du... Nur eine Stunde. Bitte. Vielleicht war es Absicht, weil er die letzte, schwerste Entscheidung wirklich nicht treffen konnte. Vielleicht haben sie ihm auch Gefangene von der anderen Seite des Zaunes heimlich in den Tee verabreicht, um den Aufstand zu verhindern, der ihnen vermutlich das Leben gekostet hätte. In der Nacht des 8. März 1944 werden fast alle Gefangenen aus Freddys Transport in den Gaskammern von Auschwitz-Birkenau ermordet. Noch bis zum Ende kann man sie Lieder des Widerstandes singen hören. Zu einem organisierten Aufstand kommt es nicht. Zu
Zusammen mit den Leichen der Ermordeten wird auch Freddy Hirsch tot oder bewusstlos in den Krematorien des Todeslagers verbrannt. 3 Monate später werden auch fast alle im Familienlager gebliebenen Gefangenen vergast. Nur einige hundert von ihnen werden zur Zwangsarbeit ausgewählt. Wenige überleben bis Kriegsende. Freddys Bruder Paul Hirsch zog von Bolivien weiter nach Argentinien und wurde dort Rabbiner einer deutschsprachigen Gemeinde. Er engagierte sich weiter für die sportliche Erziehung von Kindern und Jugendlichen. Seine und Freddys Mutter Olga starb im Exil an einer Überdosis Schlaftabletten. Schrager Hönigwatz emigrierte nach Palästina. Später fand er dort seinen jüngeren Bruder Michael Ilbringer, der auch dank Freddy im Auschwitz überlebt hatte. Ihre Mutter Zilla und weitere Brüder wurden ermordet. Jenda Mautner wurde später als Freddy nach Theresienstadt und von dort ist weiter nach Auschwitz in Sachsenhausen deportiert. Er überlebte den Todesmarsch zurück nach Theresienstadt. Nach dem Krieg schloss er sein Medizinstudium ab und fand einen neuen Partner. 1951 starb er jedoch an den Folgen der Tuberkulose, die er sich gegen Kriegsende zugezogen hatte. Gonda Redlich heiratete in Theresienstadt seine Verlobte und bekam einen Sohn. Das Paar wurde mit einem der letzten Transporte nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Sein Tagebuch überlebte den Krieg und ist bis heute eine der wichtigsten Quellen für die Theresienstädter Jugendfürsorge. Maccabi-Leiter Willi Roach wurde wie die meisten seiner Mitbewohner nach Theresienstadt deportiert, wo er ein Mädchenheim leitete, heiratete und Vater einer Tochter wurde. Die junge Familie erlebte als eine der wenigen die Befreiung und emigrierte später nach Palästina. Willi Roach ist zu verdanken, dass hunderte Zeichnungen und Gedichte von ermordeten Kindern erhalten geblieben sind. Jakob Edelstein wurde mit seiner Frau und seinem Sohn nach Auschwitz deportiert und dort in Isolationshaft gehalten. Ihm wurde vorgeworfen, geflohene Gefangene gedeckt zu haben. Bevor er erschossen wurde, musste er der Ermordung seiner Familie mit ansehen. Lagerkommandant Siegfried Seidel wurde 1943 Leiter der Gestapo in Bergen-Belsen und war später am Völkermord der ungarischen Juden beteiligt. Nach dem Krieg floh er unter falschem Namen, wurde jedoch bald gefasst und 1947 in Österreich hingerichtet. SS-Unterscharführer Viktor Pestrick verhalf im April 1944 einem Gefangenen zur Flucht aus Auschwitz. Beide kehrten später zurück, um weitere Gefangene zu befreien, wurden jedoch entdeckt und verhaftet. Pestrick wurde wegen Fahnenflucht und Häftlingsbegünstigung verurteilt und hingerichtet. Er war 20 Jahre alt. Leo Janwitz vom Theresienstädter Ältestenrat wurde mit dem Rest der Septembertransporte am 8. März 1944